Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Wolf und Würfelig. Und es ist schon wieder 1 Uhr. Und ich lade gerade das andere Video hoch, also das, was jetzt am Sonntag gekommen ist. Und ja, in der Zeit war es mir wichtig, doch noch ein bisschen weiterzubauen. Und was ich euch heute zeigen möchte, ist das sogenannte Wireframing. Und das ist eine Methode, die ich bei Organics manchmal verwende. Allgemein kann man sagen, dass ich bei Organics einen relativ eigenen Zugang habe. Wenn es jetzt zum Beispiel um diesen Adler geht, da habe ich tatsächlich erstmal hier, also erstmal habe ich geguckt, okay, der soll so im Anflug sein. Also habe ich dann hier diese Linie gebaut, die so hoch geht, ja. Und als ich die gebaut habe, habe ich noch geguckt, okay, wie weit soll das nach hinten gehen? Und habe dann quasi diese Linie, diese Kurve hier gebaut. Und dann habe ich gewissermaßen geguckt, wo sind die Schnittpunkte und hatte dann diesen fertigen Teil, ja, einfach diese Linie. Und von dort aus dachte ich mir, ja gut, da muss irgendwie Luft in den Federn sein. Also habe ich das dann so nach hinten gehen lassen, ja, wie ihr hier seht. Also das ist ja immer so, immer kleinere Ringe nach innen. So habe ich das hier gemacht. Es ist wahrscheinlich nicht der beste Adler, wie man ihn machen kann, aber dadurch kriegt man zumindest relativ gut dieses Volumen in den Flügel und die Form hin und so weiter. Und hier mache ich das jetzt ein bisschen anders, und zwar ist das Wireframing, dass du im Prinzip ganz viele Linien ziehst und die dann später ausfüllst. Das ist, ihr könnt ja mal schauen, es gibt einen Builder, der heißt CraftLogical. Und ja, den findet man vor allem bei Twitter viel. Und der macht das immer so. Und ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, ob das der richtige Ansatz für mich ist. Denn ich finde es relativ kompliziert von Zeit zu Zeit. Ich verliere nämlich schnell mal dann den Überblick. Oder baue zu monoton oder so. Also, das ist immer so eine Sache, aber man baut eben im Prinzip ganz viele so Linien, wie ich das jetzt hier mache. So, und nach oben hin, finde ich, sollte das spitz werden. Das soll wie so eine Naht sein, so ein bisschen. Ach so, ja, genau, das soll jetzt dieser Assassinen-Look hier werden, den ich angesprochen habe. Ich möchte aber auch, dass das Ganze so ein bisschen Falten hat. Das heißt, ich guck mal. Okay, hier ist so die Linie. Dann werde ich jetzt hier so ein bisschen das abändern, damit einfach manche Sachen auf der einen Seite ein bisschen anders aussehen als auf der anderen Seite und das Ganze ein bisschen natürlicher wirkt. Ach, dass das vielleicht hier auf der Seite dann ein bisschen mehr rüber geht. So. Ahnung, oder hier so ein bisschen steiler und unten wieder flacher wird, so. So, wisst ihr, so. Damit das Ganze irgendwie ein bisschen, ja, einen lebendigeren Look erhält. Das ist nämlich immer, ja, finde ich wichtig. Naja, ich glaube, ich lasse das sogar so, wie es vorher war. So. Und vielleicht kann man dann auch hier so eine Falte reinmachen. Das kann man natürlich dann übers Wireframing ebenso machen. Also, dass man quasi sagt, okay, hier, da fällt es so ein bisschen rein. So. Und dann geht es wieder steil hoch. Aber ich bin dann noch ein bisschen unschlüssig, ob das dann so natürlich und authentisch aussieht, wie es eigentlich aussehen soll. Denn natürlich ist es so, hier hinten macht das eigentlich. Ich meine, hier sitzt irgendwo der Hals, dann hat er hier so den Kopf. Dass das hier hinten immer so gerade runter geht, das macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Ja, mal gucken. So, also ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen so zu bauen. Und wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt, ja. Und muss ich jetzt echt erstmal zeigen, ob das so ein Ansatz sein könnte, mit dem man das bauen kann.
Ich meine, ich bin da einfach. Ich habe das Gefühl, ich habe da einfach so einen intuitiveren Ansatz, sage ich mal. Also, dass ich einfach irgendwie baue und versuche, mich dieser Form anzunähern. Und vielleicht nicht so nach einem Schema das Ganze mache, was man jetzt in einem Tutorial vielleicht vorstellen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten normalen Bilder das auch nicht so machen, denn das ist einfach teilweise sehr viel Aufwand, wenn man das nach einem genauen Schema macht und dann passt irgendwas nicht exakt, dann ja, dann hat man da gewissermaßen ein Problem. Deswegen weiß nicht. So. Überlegen. In meinem Fall wäre dann zum Beispiel das, was nicht passt, die Proportionen. Denn ich habe jetzt kein intuitives Verständnis von den Proportionen. Das heißt, ich musste erstmal mit VoxelSniper, so wie ihr das jetzt hier seht, die Geste im Prinzip andeuten, damit ich das dann mit VoxelSniper einfach füllen konnte und jetzt quasi so eine Form habe, an der ich mich orientieren kann, was die Größe angeht. Und ich denke, das ist ganz gut. Und ich denke, VoxelSniper ist sowieso für Anfänger mit Organics immer ganz gut, denn mit VoxelSniper kann man gut ausprobieren. Was ihr dann einfach macht, es sind. Ja, das mache ich dann einfach nochmal in einem extra Tutorial. Ihr benutzt einfach ein paar Commands. Und wenn man eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie etwas aussieht, dann kann man damit eigentlich immer ganz gute Ergebnisse erzielen. So. Ja. Und was kann ich sonst noch so erzählen? Ja, also ich habe einen Themenvorschlag bekommen von dem Gnarigon. Wieder mal. Im Übrigen möchte ich mich da nochmal entschuldigen für die letzte Folge. Da habe ich echt nur ihn genannt. Also ich kenne auch die anderen Namen. Ich wollte nur nicht anfangen, welche aufzuzählen, weil dann hätte ich wirklich welche unfair behandelt. Ja, genau. Deswegen habe ich dann einfach abgebrochen nach dem ersten, den ich genannt habe. Und das ist jetzt Zufall, dass sich das überschneidet. Ja. Genau. Also fühlt euch irgendwie alle angesprochen. Ich bin echt glücklich, dass ich da aktive Zuschauer habe nach so langer Zeit. Und das könnt ihr euch alle auf. Ich weiß nicht. Dass ihr mich da glücklich macht, das könnt ihr alle quasi für euch beanspruchen. Naja. So, worauf wollte ich hinaus? Ja, der meinte, ich soll das nochmal mit dem Jan Böhmermann und den öffentlich-rechtlichen Medien ein bisschen genauer erläutern. Und ich weiß nicht ganz genau, was er damit meint, aber ich kann ja einfach mal so ein bisschen vor mich hinschwätzen, wie ihr das schon kennt. Also ich denke einfach, welche Funktion haben öffentlich-rechtliche Medien? Ich denke, die wichtigste Funktion ist zu informieren und zwar eben sachlich, nicht auf der Seite der Regierung, sondern kritisch und sachlich und eben auch abseits von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen. Was dabei rauskommt, wenn man zum Beispiel wirtschaftliche Interessen verfolgt, das sieht man eben an der Bild-Zeitung. Die tut dann manchmal eben so, als würde sie neue Dinge aufdecken, aber tatsächlich ist es so, da kann man sich nicht eine Meinung bilden, denn dazu ist es viel zu undifferenziert. Da wird einem eine Meinung gebildet. Das ist meine Sichtweise auf die Bild. Und deswegen finde ich diese Seite, also diese Zeitung einfach wirklich schrecklich in der Mediengesellschaft von Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Im Übrigen seht ihr schon, ich falle jetzt schon aus dem Schema raus, ich komme damit nicht so ganz gut klar. Jedenfalls, worauf wollte ich denn hinaus? Und ich finde, diese Informationsfunktion erfüllen die meisten öffentlich-rechtlichen Medien schon ganz gut. Das heißt, gerade der Deutschlandfunk, der Radiosender, der bringt dann zum Beispiel sehr viele Quellen, auch also Zeitungen aus ganz anderen Ländern ein und so weiter.
Und ich finde das schon relativ glaubhaft, denn momentan wird ja viel über die Glaubhaftigkeit der Medien geredet. Und ich denke, manchmal hat man schon das Gefühl, dass da irgendwas, naja, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, weil es peinlich ist. Und weil man weiß, dass es dann wieder Aufschreie gibt. Aber insgesamt finde ich doch die öffentlich-rechtlichen Medien relativ objektiv und auch regierungskritisch. Denn ich weiß nicht, wie die Leute immer darauf kommen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien im Prinzip immer nach der Meinung der Politiker reden. Ich finde, das ist nicht der Fall. Also man muss sich dann nur mal die Heute-Show anschauen. Und wenn man dann so einen Punkt reinbringt, dann sagen die Gegner der öffentlich-rechtlichen Medien, sagen, ja, das ist so ein Ablenkungsmanöver oder so. Das glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass die da zwar abhängig sind von der Regierung, aber nicht dermaßen, denn dieser Rundfunkbeitrag, der bleibt ja erhalten, egal ob sie jetzt regierungskritisch sind oder nicht. Und ja, also diese Informationsfunktion erfüllen sie, finde ich, nicht schlecht. Und jetzt, was den Jan Böhmermann angeht, der bringt da diesen Satirepunkt rein, den ich auch nicht schlecht finde, aber ich finde, er provoziert teilweise ganz gezielt. Und was finde ich daran schlecht? Naja, ich. Ich finde im Prinzip. Es ist jetzt schwer eigentlich zu. Ich habe mir da vorher jetzt nicht so genaue Gedanken gemacht. Ich rede ja immer relativ spontan. Ist jetzt die Frage, ob ich diese Meinung überhaupt beibehalte oder ob ich die vielleicht sogar ändere. Also manche Dinge, die er macht, finde ich nicht schlecht. Aber bei einigen Sachen frage ich mich, ob diese Provokation nicht dem Ruf der Medien und auch teilweise Deutschland schadet, je nachdem, was er sagt. Dieser Varoufakis-Song, den finde ich ganz lustig, den er zum Beispiel gemacht hat. Und eigentlich auch nicht unbedingt schädlich für den Ruf von Deutschland, denn wenn sich da die Griechen drüber aufregen, dann kann man da sagen, ja gut, dann regt euch mal drüber auf, aber das ist einfach nur ein Typ, der Satire macht. Das ist schon okay so. Und auch ansonsten finde ich ihn relativ bereichernd im TV-Programm, aber ich frage mich, ob es wirklich nötig ist, dann teilweise auf YouTubern immer wieder eigentlich in jeder Episode drauf rumzuhacken, nur weil man Klicks dadurch bekommt. Ich finde dadurch verfällt im Prinzip Jan Böhmermann genau in die Heuchelei, die er eigentlich selbst da anmakelt, teilweise. Und ich kann das jetzt nicht so genau ausdrücken. Das ist echt eine Frage. Ich hatte halt am Anfang gerade das Gefühl, dass das so ein bisschen der Seriosität der öffentlich-rechtlichen Sender schadet, vor allem dadurch, dass er so uneinsichtig ist, was eigene Fehler angeht. Also da wirklich, am Anfang wirkt es noch witzig, wenn er sich da über Dehner oder so lustig macht und dann hackt er da aber immer weiter drauf rum und tut so, als sei er Dehner wegen dieser Aktion eben ein schlechter Mensch. Und ich finde, man kann jetzt nicht einen Menschen zwingen, seine Meinung öffentlich zu revidieren. Das Thema ist ja schon längst gegessen. Natürlich hat den eine große Reichweite, aber der Zeitpunkt, zu dem er zum Beispiel für die AfD geworben hat, liegt auch schon ziemlich weit zurück. Und somit finde ich schade, dass vielleicht möglicherweise ein bisschen im Ruf des ZDF in dem Fall, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Ich finde es teilweise schon bereichernd auch. Einfach dieser Teil, wirklich plumpe Humor, der, ja, der gibt natürlich irgendwie auch neue Impulse auf eine komische Art und Weise. So. Im Übrigen, ihr seht schon mit dem Wireframing, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich weiche jetzt inzwischen wirklich stark davon ab. Aber ich denke, ihr habt eine Idee davon bekommen, um was es da geht. Man malt sich einfach so quasi dreidimensional, macht man sich eine Skizze und malt das dann an. Das ist im Prinzip so die Idee dahinter, dass man dann. So, mal gucken.
bin halt jemand, ich probiere viel aus und baue viel so aus dem Bauch heraus. Und da funktioniert das jetzt nicht. Aber ich habe natürlich, ich kann jetzt auch auf eine Bauerfahrung von echt vielen Jahren zurückgreifen und da ist das natürlich auch was anderes. Da hat man vielleicht dann doch ganz unterbewusst ein anderes Gefühl für Formen und so weiter entwickelt. Ich meine, das sieht man ja an den wirklich erfahrenen Bildern. Ich bin ja da immer noch, also wirklich alles andere als einer von den Top-Bildern. Aber die richtig, richtig guten sieht man das wirklich. Die haben da eine Erfahrung, auch was Farbe angeht und so weiter. Die ist wirklich bemerkenswert. Die sind nicht einfach diese, die sich coole Formen überlegen und dann die immer wieder benutzen, sondern die haben wirklich, die haben erstmal wahnsinnig kreative Ideen und können die dann auch noch umsetzen. Also da stimmen einfach die Proportionen, das wirkt alles sehr, sehr harmonisch. Und wenn ihr, also es gibt so einen Stil, ich weiß nicht, wer sich von euch auf Planet Minecraft auskennt, aber es gibt so einen Stil, der vor allem von einem Bauteam namens Pandora Blocks irgendwie umgesetzt wird. Und da ist eben das Ding, dass wenn man sich ein bisschen mit Bauen beschäftigt, dass es dann schnell sehr einfach wird, diesen Stil mehr oder weniger nicht zu kopieren, aber so einen ähnlichen Stil zu bauen. Da macht man dann ein paar Formen, da kann man dann, ich zeige euch das mal hier so, da kann man dann irgendwelche so runde Formen einbauen, also so. Zum Beispiel so und dann geht es irgendwie so runter und dann geht es vielleicht so ein bisschen rüber. Und dann wird es hier irgendwie noch. Gucken, ob ich da jetzt spontan irgendwas halbwegs Akzeptables hinbekomme. Irgendwelche so verschnörkelten Formen kann man dann einbauen in die Fassade und so weiter. Und aus der Ferne sieht es dann immer alles ganz toll aus. Und Pandora Blocks ist ein großartiges Bauteam, ganz außer ohne Frage. Aber die Leute, die diesen Stil teilweise imitieren, naja, die machen es sich teilweise sehr einfach. Die nehmen dann eben diese Formen, dann nehmen sie ganz viele Stairs und Slabs und so weiter und klatschen die alle an die Fassade dran. Und dann ist dieses Gebäude, das sieht natürlich dann aus der Ferne ganz grandios aus und auch aus der Nähe vielleicht. Zunächst mal, es wirkt zumindest imposant einfach, eindrucksvoll. Und was eindrucksvoll ist, das gefällt den Leuten. Ich persönlich finde aber, dass es eigentlich kein, nicht wirklich eine Kunst ist, wenn ich das so sagen darf, so zu bauen. Das klingt natürlich jetzt gemein, aber ich finde, wer sich ein bisschen mit Bauen beschäftigt, der kann relativ schnell in diesem Stil bauen. Und ich finde, das wirklich Geniale am Bauen sind halt die Leute, die wirklich ganz kleine Dinge machen. Ich weiß nicht. Mir fällt jetzt spontan nur Spleck ein. Ihr könnt mal bei Planet Minecraft nach Spleck gucken. Der baut meistens einfach nur kleine Testobjekte für seine Render. Der macht nämlich so Cinema 4D-Render. Und baut dann meistens einfach kleine Plots, die aber ziemlich einfach harmonisch wirken, in sich geschlossen wirken. Und bei den richtigen Top-Bildern, finde ich, ist dasselbe dann auch bei auf größerer Dimension der Fall. Zum Beispiel, wenn man sich DJ Paulis Engel anschaut, da stimmt einfach an diesem einen Organic, ich weiß nicht genau, wie der heißt, das sieht halt aus wie ein Engel, da stimmt an diesem einen Organic einfach alles. Ich kann das nicht beschreiben. Und da gibt es eben noch bessere aus meiner Sicht und ja, die Namen, ich weiß, die kann man jetzt so schnell nicht behalten, wer die nicht kennt. Ich kann euch vielleicht da mal einfach Links, wenn ich dran denke, in die Beschreibung packen und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und ja, das ist im Prinzip das Ziel, dieses harmonische Bauen. Und ich habe das Gefühl, manche können das einfach so aus der Hand heraus. Und ich brauche da schon ziemlich lange, damit es wirklich gut wird. Und ich denke, ich kann ganz ordentlich bauen und habe auch ganz gute Ideen, aber ich denke, auf das Level komme ich nicht mehr. Dafür habe ich einfach nicht genug Zeit, um zu üben und zu bauen und so weiter. Das ist einfach wie der Unterschied zwischen Artworks und irgendwelchen Skizzen, die man in der Schule macht. Die Skizzen sehen vielleicht cool aus, aber die sehen vielleicht auch nur cool aus, weil man ganz viele Linien macht und so oft über seine eigenen Linien drüber malt, bis es irgendwie passt. Und dann gibt es aber die Leute, die machen einfach
ganz wenige Linien und mit den wenigen Linien können sie noch viel mehr Details ausdrücken. Und das ist genau dieser Unterschied meiner Meinung nach zwischen mir, wo ich ganz viele Schichten mache, bis es irgendwie passt, und diesen wirklichen Leuten, wo das alles einfach in sich geschlossen wirkt, harmonisch wirkt. Und ja, mal gucken, vielleicht kann ich mich da noch annähern. Wir werden sehen. Das war's auf jeden Fall von den Themen und so weiter und von dieser Folge. Ich weiß nicht genau, wie lange ich gebraucht habe. Eventuell schneide ich diese Folge noch in zwei Teile. Und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, aber das ist einfach für mich viel praktischer dann, weil das schneller geht zum Hochladen und so weiter und weil ich dann auch einfach aktiver bleiben kann, wenn ich mich dann schon verplapper, dass ich das dann einfach auf 2 Tage splitte. Ja, gut. Was wär's dann soweit? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie interessiert und gefallen soweit. Und dass euch das soweit auch gefällt als Projekt. Und ich denke, ich werde dann bald auch anfangen, Gebäude zu bauen. Und das hier dann eher offscreen weitermachen, denn das wird dann viel Fummelei da, die Kleidung, dass ich damit auch wirklich zufrieden bin. Und ja, bis dann. Ich bin echt nicht gut bei Verabschiedung. Ciao.